Wenn das Leben dir Zitrone gibt, dann musst du nicht unbedingt Limonade draus machen, sondern kannst auch ein Bier draus machen. So hat das Birol getan. Was dabei rausgekommen ist, das finden wir jetzt gemeinsam raus. Schön, dass ihr alle dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zur heutigen Bierverkostung. Ich freue mich, dass ihr alle eingeschaltet habt, vor allen Dingen, weil es heute mal wieder Sauerbier gibt. Und das gibt es ja nicht von irgendwem, sondern kommt heute aus Tirol, genauer gesagt von Birol, das When Life Gives You Limes. Und wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ist das doch ein Zitat aus Forrest Gump. Zumindest ist er da mal, glaube ich, vorgekommen. Man soll da ja eigentlich Limonade draus machen. Birol hat sich gesagt, ja, ist vielleicht ganz okay mit der Limonade, aber wir machen auch ein bisschen Bier draus. Haben sie auch gemacht. Das Ganze aus Gerstenmalz, Hafermalz und Limette. Hafermalz finde ich für ein Sauerbier jetzt durchaus eine nicht alltägliche Zutat. Alkoholtechnisch kommen wir hier bei 3,3 Volumenprozent raus und temperaturmäßig sind wir, glaube ich, hier so irgendwo zwischen 5 und 7 Grad und können dieses Fruited Sour mit Limetten aus Tirol dann mal gemeinsam genießen. Ich würde vorschlagen, wir schauen uns das jetzt mal an, wie das denn ausschaut und vor allen Dingen, wie das schmeckt. An der Stelle nochmal einen richtigen herzlichen Dank für den freundlichen Empfang, als ich neulich mal bei Birol war. Da haben wir das ein oder andere Bier getrunken, einen Geburtstag gefeiert und man hat sich irgendwie sofort wie zu Hause gefühlt. Und das geht mir eigentlich bei jedem Birol-Besuch dann immer ähnlich. Der Hafer macht sich, glaube ich, mal in erster Linie dadurch bemerkbar, dass dieses Bier richtig trüb ist. Sauerbiertechnisch verschwindet auch der Schaum dann relativ fix. Das Ganze eine eher schöne, kräftige, orange-goldene Farbe. Ein ja, wenig intensiver weißer Schaum, der schon jetzt weg ist. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns eher um die aromatischen Eigenschaften. Und es würde mich wundern, also ja natürlich Limette, ja, aber das ist dann doch ein bisschen komplexer. So Limette, Zitrone und dann so eine richtig kräftige Lemongrass-Note. Also ist eher so ein bisschen auf der kräutrigen Seite zu Hause. Schöne Säure. Boah, jetzt bin ich aber überrascht. Sehr zum Wohl, cheers. Ja, also da ist dann wieder alles beim Alten oder mit der guten Ordnung. Richtig schön zitrusig, richtig kräftige Limette, richtig kräftige Säure. Das ist richtig angenehm. Ein bisschen zestig, die Zitrone auch. Also richtig schön herbe Zitronennote. Ja, ich muss ich sagen, es schmeckt ein bisschen wie Limonade. Es hat auch eine schöne, angenehme Süße, die diese bittere, die Säure ein bisschen wegbalanciert. Die Säure ist richtig schön präsent nach vorne. Super erfrischendes Bier, ist jetzt nicht super komplex, hat ein tolles Mundgefühl für ein Sauerbier, muss ich auch sagen, ist da schon vom Mundgefühl her richtig viel am Start. Angenehmer, mittlerer Körper, das ist eben das Überraschende so ein bisschen, dass der Körper dann doch intensiver ist. Kohlensäure. Ja, mittel bis ein bisschen zurückhaltend, glatte Textur, läuft richtig, richtig gut. Super süffiges Bier, super erfrischend und einfach mit dieser richtig schönen, angenehmen Limettennote läuft hinten durch. Und auch der Nachtrunk, Limette, Zitrone. Kurz, so richtig schön anhängend, zieht nochmal so ein bisschen auch am Gaumen und ein richtig schönes Sauer. Wie es im Buche steht, nicht so kompliziert, trotz alledem mit dem Hafer, mit einem gewissen Twist. Und deshalb gibt es für When Life Gives You Limes. Probiert die Frau gibt dafür 4 von 5 möglichen Punkten für das When Life Gives You Limes aus dem Hause Birol aus Tirol in Schwoich. Dann soll es das von meiner Seite heute gewesen sein. Ich sage an der Stelle danke fürs Zuschauen. Freue mich über eure Kommentare hier unten. Wenn ihr noch kein Abo habt, dann mal schnell eins lösen. Hier noch ein Video schauen, da noch ein Video schauen. Und dann sehen wir uns schon morgen wieder beim nächsten Bier. Bis dahin, tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.